Arena live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen bei Fellner live. Ja, bei uns dreht sich heute fast alles um die gestrige US-Wahl. Wolfgang Fellner hier neben mir. Schaust eigentlich relativ gut ausgeschlafen aus. Ja, du schaust besonders gut aus, Nati. Wir beide haben ja bis nach Mitternacht diese Wahl kommentiert. Mhm. Danke noch einmal für diesen wunderschönen Abend gestern. Endlich mal eine Nacht, die ich mit dir verbringen durfte. Wow. Und allerdings nur im Fernsehstudio. Und heute liegen die Ergebnisse vor. Und sie sind so widersprüchlich, wie sie gestern bereits geschienen haben. Trump hat im Repräsentantenhaus eine fürchterliche auf den Deckel bekommen. Über 30 Mandate dürften dort von den Republikanern zu den Demokraten gewandert sein und hat gleichzeitig kurioserweise bei denselben Wählern mit demselben Stimmzettel den Senat fulminant gewonnen. Zwischen 3 und 5 Mandate wird er in diesem ganz kleinen Segment an kaum 30 Sitzen, die dort zur Wiederwahl standen, gewonnen haben. Also das ist noch ein deutlicherer Erfolg, als ihn die Demokraten im Repräsentantenhaus hatten im Prozent. Und das heißt, wir haben einen Wahlverlierer, der gleichzeitig auch ein Wahlsieger ist. Dreimal dürfen Sie raten, wie sich Donald Trump heute fühlt. Natürlich als hundertprozentiger Sieger der gestrigen Wahl. Und heiß wird diskutiert, wie kann es sowas geben, dass ein Land gleichzeitig gegen und für den Präsidenten wählt. Und das wollen wir heute diskutieren. Genau, und da hast du sehr viele spannende Gäste, unter anderem auch welche, die uns gestern schon im Studio begleitet haben. Den Anfang macht aber der Politikexperte Thomas Hofer. Ja, Thomas Hofer, das wissen Sie, meine Damen und Herren, ist der Politikexperte des Landes. Immer wenn es was zu analysieren gibt, dann greifen der ORF und natürlich auch wir auf den Thomas Hofer zurück, weil das einfach großartig kann. Er ist zusätzlich Amerika-Experte, auch Amerika-Fan und wird in diesem Sinn uns heute diese Wahl analysieren. Was ist da gestern passiert? Was heißt es, ein Erdrutsch gegen Trump im Repräsentantenhaus und ein klarer Sieg für ihn im Senat? Wie kann man sich das erklären? Was bedeutet das für die Zukunft Amerikas? Genau, dann wird er abgelöst von Rainer Nowak, dem Chefredakteur von der Presse. Da wird fleißig weiter diskutiert. Freue mich besonders, dass der Kollege Nowak heute bei mir zu Gast ist. Ganz exzellenter Chefredakteur der Presse, ein Außenpolitik-Kenner schlechthin, der mit mir auch gemeinsam diese Wahl gestern analysieren wird. Er ist einer der wenigen Journalisten in Österreich, der Trump ziemlich neutral, ziemlich nüchtern sieht. Schon kritisch, aber nüchtern kritisch sieht. Und es wird spannend sein, wie er diese eigenartige Trump-Wahlnacht von gestern einschätzt. War das jetzt ein Erfolg für Trump oder war das eine Niederlage? Und was bedeutet das für die nächsten Jahre? Müssen wir uns eventuell auf 6 Jahre mehr Trump einstellen? Ja, und dann geht es wieder mal hitzig zu bei dir im Studio. Genau. Es gibt auf der einen Seite Ursula Stenzel, die Befürworterin von Trump. Und dann gibt es Georg Hoffmann von Ostenhof und der ist ganz anderer Meinung. Und die zwei treffen aufeinander und du bist mittendrin. Genau. Und die beiden hatten wir ja gestern schon als Interviewpartner mit ihren völlig unterschiedlichen Sichtweisen dieses amerikanischen Wahlkampfs. Ursula Stenzel ist ja eine Trump-Versteherin schlechthin. Ja, sie versteht ihn, sie mag ihn, sie verteidigt ihn und nimmt sich da auch kein Blatt vor den Mund, wenn sie sozusagen für Trump in die Schlacht rückt. Und das wird sie vermutlich auch heute nicht tun. Und Georg Hoffmann-Ostenhoff, die außenpolitische Legende des Profil und des Landes, der ist das genaue Gegenteil. Der ist ein Trump-Kritiker schlechthin. Der kommt immer in Wut, wenn der Name Trump überhaupt nur fällt, wenn wir schauen, wie er heute darauf reagiert. Und jetzt wird es spannend, wie die zwei das sehen. Sieht Stenzel das als Trump-Sieg? Sieht Georg Hoffmann-Ostenhoff das als Trump-Niederlage? Was ist da gestern wirklich passiert in Amerika? Das wollen wir in diesem Fellner live für Sie analysieren. Also bitte dranbleiben, es wird ganz, ganz spannend. Ja, und dann schließt du dieses Kapitel mal ab für heute. Und dann gibt es auch noch ein anderes Thema, nämlich das, worüber Österreich spricht. Das, was am meisten die Gemüter erregt. Es kommt Patricia Tummala zu dir ins Studio. Also bitte unbedingt dranbleiben, denn am Schluss dieser Sendung wird es wirklich spannend. Am Schluss dieser Sendung haben wir eine ganz besondere Österreicherin heute im Studio. Es ist Patricia Tummala, eine Frau, die eigentlich den Preis für Zivilcourage
verdienen würde, eine Lebensretterin, die vor einem Spital, nämlich vor dem Göttlichen Heiland in Wien, zwei Füße aus einem Auto stehen hat, dann hinging, geschaut hat, gesehen hat, da ist ein offenbar lebloser Mann drinnen, der aber noch atmet. Und sie ist hineingelaufen ins Krankenhaus und hat gebeten, diesen Mann zu retten. Und was dann passiert, ist ein Skandal, der ganz Österreich seit wenigen Tagen bewegt. Die Ärzte und der Portier haben sich geweigert zu helfen, weil sie gesagt haben, sie dürfen das Spital nicht verlassen. Die Rettung musste den Mann in ein anderes Spital fahren und in der Zwischenzeit ist er verstorben. Und Patricia Tomala kommt zu uns und erzählt diesen Fall heute, diesen Fall, über den das ganze Land spricht und der so unfassbar ist, den wird uns die engagierte Lebensretterin Patricia Tomala, die in diesem Fall nichts retten konnte, erzählen. Also einiges vor heute bei dir im Studio und darum starten wir gleich mal mit Thomas Hofer. Ja, Mittwochabend, das ist der Abend nach der Nacht der amerikanischen Midterms-Wahlen. Ich durfte sie ja zum Teil zumindest moderieren. Der Thomas Hofer ist wann aufgestanden? Sehr früh, so 4 Uhr, ein bisschen nach 4 Uhr. Um sie zu erleben. Und ich hoffe, Sie waren auch in irgendeiner Form, sei es in der Nacht, sei es in der Früh dabei. Und jetzt ist Zeit für die Analyse, für die erste Analyse, denn das war ja doch eine sehr spannende, eine sehr verwirrende, eigentlich eine sehr widersprüchliche Wahl. Und mit wem könnte man diese Analyse besser starten als mit Thomas Hofer? Danke fürs Kommen. Erstens, Sie sind ja überhaupt der Politikanalyst schlechthin des Landes, aber, wie ich weiß, auch ein besonderer Amerika-Kenner und Amerika-Liebhaber. Mhm. Fast muss man sagen, das ist Ihnen also gestern sicherlich auch ein bisschen ans Herz gegangen. Wie haben Sie diese Wahlnacht erlebt und was sagt uns dieses eigenartige Ergebnis? Also das, was es uns zuerst sagt, ist, dass es keinen eindeutigen Verlierer oder Gewinner gibt. Natürlich ist es ein Dämpfer für Donald Trump, dass er das House of Representatives verloren hat. Da hat er ja eine Folie am Deckel bekommen eigentlich. Fast der Erdrutsch, oder? Ja, aber, natürlich noch einmal Dämpfer, gar keine Frage, ja. Aber es gab seit dem Bürgerkrieg, und der ist jetzt schon ein paar Jahre her, nur dreimal einen Präsidenten, der keine Sitze verloren hat im Repräsentantenhaus. Das heißt, das ist sehr normal. Ja, ich will es jetzt nicht kleinreden, das ist schon ein demokratischer Erfolg, aber man darf es auf Seiten der Demokraten nicht überbewerten. Das heißt, es war relativ logisch, dass es in diese Richtung gehen wird. Er hat dass die erwartete Watsche im Repräsentantenhaus bekommen. So ist es. Aber dafür hat er sogar die Mehrheit im Senat ausgebaut. Es gab jetzt zwar auch ein paar Tiefschläge auf Gouverneursebene, also quasi Landeshauptleute, wenn wir das jetzt frei übersetzen, aber insgesamt muss man sagen, ist den Demokraten jetzt ein Durchmarsch nicht gelungen. Da gab es ein paar gute Entwicklungen auf Seiten der Demokraten, dass eben die Staaten, die eigentlich die Präsidentschaft gekostet haben 2016, also Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, dass man da wieder ein bisschen stärker ist. Das ist durchaus hoffnungsfroh für die Demokraten, aber sie haben auch nach dieser Wahl noch immer nicht den oder die Kandidatin, wo man sagt, so und das ist jetzt der tolle Weil oder die tolle alle verloren haben, die Hoffnungskandidaten, genau. Aber das reden wir noch. Mhm. Die Hauptfrage, die sich ja jeder Österreicher stellt, ist ja, spinnen diese Amis? Ja? Weil mit der einen Stimme, ja, mit der linken Hand, sinngemäß mit ihrer Erststimme, geben sie also ein Protestvotum gegen Trump ab und geben ihm ein Watschen. Und mit der rechten Hand, mit der Zweitstimme für den Senat, geben sie ein Votum pro Trump ab. Und zwar in vielen Staaten, wo eigentlich das Protestvotum sehr heftig ausgefallen ist. Da müssen teilweise, das wird man ja noch analysieren, 20%, 25%, 30% anders gewählt haben beim Senat als beim Repräsentantenhaus. Wie gibt es denn das? Einerseits hängt es natürlich auch von den Kandidaten ab, muss man sagen. Nicht? Da waren diejenigen, und das ist durchaus für Trump etwas, wo er durchaus wieder an Stärke schöpfen wird für sich selber, die er besucht hat, die ihn besonders sozusagen nah an sich gezogen haben, die haben jetzt nicht durch die Bank, aber doch großteils gewonnen. Mhm. Und das ist einfach so, dass in den Vereinigten Staaten die viele Bürgerinnen und Bürger auch ein sogenanntes Split Government, das heißt eine verteilte Machtstruktur, eigentlich ganz gerne haben. Das ist nicht erst seit Trump so, sondern schon viel länger. Checks and Balances heißt das in Amerika. Checks and Balances, so ist es. Ja. Und darauf meint was, Herr Hofer? Das meint eben die gegenseitige Kontrolle, dass eben jetzt das Repräsentantenhaus dem Präsidenten mehr auf die Finger schauen kann, dass eben nicht eine Partei da sozusagen durch und drüber fahren kann. Das heißt, einem durchschnittlichen Amerikaner war es nicht recht, dass vom Trump über das Repräsentantenhaus, über den Senat
alle republikanisch sind. Nicht? So ist es. Und ja? Ich darf an einen gewissen Barack Obama, der deutlich beliebter war in Europa als an Donald Trump, erinnern, der schon nach 2 Jahren das erste Haus verloren hat und die letzten 2 Jahre überhaupt gegen beide Häuser regieren musste. Und das ist etwas, was durchaus Probleme machen wird in den nächsten 2 Jahren. Es wird sozusagen der Stillstand, in Amerika sagt man Gridlock dazu, sich noch einmal verstärken. Das heißt, es werden große Gesetze von keiner der beiden Parteien eigentlich wirklich durchgebracht werden können. Trump wird das so machen wie bisher, glaube ich, einfach mit emotionaler Ad-hoc-Politik da seine Basis sozusagen weiter hoch zu jatzen. Das ist auch, jetzt nicht schlecht gelungen, muss man sagen. Auch die republikanische Basis war nicht schlecht emotionalisiert. Insgesamt ist es natürlich so, dass das noch zu einer weiteren Polarisierung führen kann. Und die Frage ist, und das ist eine ganz entscheidende, wie sich die Demokraten jetzt aufstellen. Gehen sie in Richtung eines extrem oder extrem für amerikanische Verhältnisse linken Kandidaten oder einer Kandidatin, oder versuchen sie einen doch eher moderateren Kandidaten zu platzieren? Und Sie haben es vorher schon gesagt, ein paar dieser hoffnungsvollen Zukunftskandidaten, vor allem im linken Bereich, haben eben ihre Rennen jetzt nicht gewonnen, zum Beispiel der O'Rourke in Texas, nicht? Knapp ja, gescheitert für Texas. Florida. Völlig gelungen, also völlig der richtig. So ist es, ja. Also auch Abrams ist in die Kategorie einzuordnen. Also das ist schon sehr bemerkenswert, dass es da noch immer niemanden gibt, wo man sagt, okay, da um den herum. Da ist niemand aufgetaucht. Alle Hoffnungsträger haben verloren. Genau. Das ist das Spannende. Das ist das Spannende. Und wenn wir jetzt zurückblenden, wieder ein paar Jährchen, der Stern von Barack Obama ist 2004 aufgegangen. 2008 hat er dann das abgeräumt. Damals hat er eine fulminante Rede bei der Kür eigentlich von John Kerry für die Präsidentschaft gehalten, und dann war nicht allen klar, Hillary Clinton war natürlich auch eine starke Kandidatin, aber dass der irgendwann einmal Präsidentschaftskandidat werden muss, und da sind wir auf Seiten der Demokraten heute nicht. Da gibt es nur unseren Supermilliardär Bloomberg, der aber nicht kandidiert hat. Ne? Genau, der nicht kandidiert hat. Und da gehen die Spekulationen von Joe Biden, also dem ehemaligen Vizepräsidenten, unter Obama, der natürlich schon eine Arbeiterklasse. Aber kein aktiver Kandidat hat es geschafft, gestern wirklich zu gewinnen. Ja? Ja, möglicherweise, also natürlich jetzt abgesehen von jenen, die sozusagen in ganz soliden demokratischen Staaten unterwegs sind, wie Elizabeth Warren zum Beispiel, nicht? Aber die natürlich sehr polarisieren, die sind dann eben sehr stark links, und es ist kein neuer Hoffnungsträger eben aller Obama. Jetzt muss man mal Folgendes sagen, wir haben also zwei extrem unterschiedliche Ergebnisse, wir haben ein Anti-Trump-Ergebnis im Repräsentantenhaus, das ja meinem Gefühl nach die Stimmung im Land wiedergibt. Nicht diese kritische Anti-Trump-Stimmung, wo man sagt, der hat viele Fehler gemacht, diese Immigration-Politik geht uns schon langsam auf die Nerven, wir hätten lieber Healthcare und diese Themen als wichtigste Themen und nicht dauernd irgendwelche Flüchtlinge, die 7000 Kilometer von der amerikanischen Grenze entfernt sind. Das war die Stimmung, wie ich sie erlebt habe vor 2 Wochen in Amerika. Ja, aber es stimmt sicherlich. Es ist aber meistens eben diese Midterm, also die mitten in der Amtszeit stattfindenden Wahlen, sind meistens eine Abrechnung, meistens eine sozusagen präsentierte Rechnung für den Präsidenten. Weil die Amerikaner da immer unzufrieden sind, genau, letzten Wahl. Genau, da wird die Unzufriedenheit artikuliert. Ja. Das, was der Herr Trump noch immer geschickt macht, sage ich jetzt mal, ist diese Grundsatzbotschaft, wo er sagt, irgendwie um Gottes Willen, unsere Werte sind in Gefahr. Ja. Er adressiert einfach diese Abstiegsängste. Und das trotz einer brummenden Wirtschaft, ich meine, über die Staatsschulden rede ich jetzt nicht. Jetzt reden wir gleich darüber. Ja. Weil der Trump ist ja gleichzeitig Wahlverlierer und Wahlsieger. Er ist Wahlverlierer, was die Stimmung im Repräsentantenhaus, da konntest du ja nicht Wahlkampf machen, weil 435 Districts kannst du nicht besuchen. Und dann war der Senat, und da hat er ja offenbar 3-4 Wochen vor der Wahl überrissen, das wird gefährlich, ja? Das könnte ihm an den Kragen gehen. Und wenn er dann Repräsentantenhaus und Senat gegen sich hat, dann wird es ja wirklich unbequem für einen Präsidenten. Und dann hat er angefangen, Wahlkampf zu machen, ist zu seinen Ex-Gegnern wie dem Cruz in Texas, den er ja noch als Leier und als Idioten und was ich was alles beschimpft hat, bei der letzten Wahl runtergefahren. Die hat sich in der Nacht noch überschwänglich bei Trump bedankt für die Hilfe, dass er das geschafft hat, hat für die Wahlkampf gemacht. Und man muss sagen, überall, wo der Trump Wahlkampf gemacht hat, gibt es einen Sensationssieg für den republikanischen Kandidaten. Ja. Entweder in der Höhe oder überhaupt, dass er gewonnen hat. Ne? In Florida überhaupt, dass er gewonnen hat. Ted Cruz hat deutlich höher gewonnen, als alle erwartet haben.
Und da gibt es ein paar solche Beispiele. Es gibt ein paar solche Beispiele, genau im Senat ist das so. Und es zeigt insgesamt sozusagen auch das, wie Trump Wahl gekämpft hat, mit purer Emotion, dass eben sozusagen auf beiden Seiten die Mobilisierung relativ hoch war. Nicht? Die Frauen haben natürlich überwiegend in Richtung Demokraten sind die abgebogen. Mhm. Die weißen Männer, vor allem ohne College-Abschluss, die waren überwiegend für Trump. Mhm. Und was man auch gesehen hat, weil wir es lange diskutiert haben, die Geschichte um den Höchstrichter, den Kavanaugh, das hat, nämlich die Gegnerschaft zu dem, hat einigen demokratischen Senatoren, Senatorinnen auch den Kopf gekostet. Also da sieht man, wie polarisiert, wie emotionalisiert das Ganze ist, mhm, und wie sehr es auch der Herr Trump versteht, auf dieser emotionalen Klaviatur zu spielen. Also Wahlkämpfer ist er nach wie vor ein Exzellenter, muss man nach dieser Wahl sagen, ja, weil dass er derartig vielen republikanischen Senatoren letztendlich das Leben rettet, hätte man sich nicht gedacht. Da haben jetzt 4, 5 Sitze, mhm, in Richtung Republikaner gewechselt im Senat. Es ist deutlich nach oben geschoben worden, und das ist etwas, worüber er sich freuen kann. Natürlich in den Gouverneursrennen gab es schon ein paar Dämpfer, aber da hatten die Republikaner so eine überlegene Mehrheit, dass klar war, dass da das eine oder andere umfällt. Im Senat, muss man auch sagen, gab es natürlich deutlich mehr Demokraten, die zur Wiederwahl angestanden sind und Sitze, die natürlich verlustig gehen konnten. Aber trotzdem, aber es ist nicht die krachende Niederlage. Ja, den Demokraten abräumt, ist ja eigentlich das Überraschende. Deswegen sage ich nicht, das ist nicht die krachende Niederlage, die alle erwartet hätten oder die sich viele Demokraten gewünscht hätten. Da hätten ja manche, haben ja geglaubt, das ist dann schon entschieden in Richtung 2020, und das ist beileibe nicht. Die Demokraten haben jetzt einige Fragen zu beantworten, nämlich erstens, wen stellen sie auf? Wie muss der oder die beschaffen sein und wie aufgestellt sein? Ich persönlich bin ja der Meinung, dass man da jetzt für amerikanische Verhältnisse nicht zu sehr auf den linken Rand ausweichen darf und jemanden à la Bernie Sanders nehmen darf, sondern dass das jemand sein muss, der wirklich in diese, auch wieder in die Arbeiterklasse reinkommt, gerade im Rust Belt wirklich Stimme zurückgewinnen kann. Indiana haben wir gesehen zum Beispiel, nicht? Nur ein typischer Fall, ja, von Trump erobert wieder. Nicht? Na eben. Und Indiana, also gibt's, genau, es gibt zig Beispiele, also eben was 2016 eben mit Wisconsin, mit Michigan, ja, mit Pennsylvania, also wirklich und eigentlich Demokraten klassische demokratische überall Strafe. Die Hoffnung hatten, sich das zurückzuholen. Ne? Genau, so. Ja. Und das, teilweise ist das sozusagen auf Gouverneursebene zum Beispiel auch gelungen, aber da muss das noch solidifiziert werden, und da braucht man dann eben auch einen Kandidaten oder eine Kandidatin, der oder die da dem Trump wirklich gefährlich werden kann. Nicht nur zu glauben, dass man da mit den Rändern, also mit Westküste und Ostküste, das hinkriegt, das ist möglicherweise trügerisch. Dürfen wir abschließend zusammenfassen? Welche Zielgruppen haben das entschieden, und ist Amerika ein gespaltenes Land? Es ist ein absolut gespaltenes Land, nicht, dass das früher nicht auch schon der Fall war, nicht? Zu Vietnamkriegszeiten war die Spaltung auch relativ groß. Als ich drüben gelebt habe, war gerade die Bush-Administration, also Bush Junior, auch sehr polarisierend, aber es hat sich deutlich aggraviert, es ist deutlich schärfer noch geworden. Diesmal geht es teilweise durch die Familien. Ja, ja. Frau wählt Demokraten, Mann wählt Trump. Genau, also die Geschlechter, der Geschlechtergap, Minderheiten, Weiße, war immer ein bisschen eine Geschichte, ja, gar keine Frage. Aber es hat wahrscheinlich schon lange keinen so weißen Kandidaten mehr gegeben wie Trump, und schon lange keinen Kandidaten, der eine derartig offensive Minderheitsmehrheit gegen sich hat und eine derartig extreme Minderheitsmehrheit. So ist es. Und das da müssen ja über 80% der Schwarzen und knapp an die 80% der Latinos gegen Trump gewinnen. Also, klar, das ist eine heftige Polarisierung. Er setzt da gar nicht auch drauf, sagt, ich komme mit meiner Basis schon durch. Und das werden wir 2020 auch sehen, nämlich das Mobilisierungsmatch. Nicht? Mhm. Und das muss man ja bei den Midterms jetzt schon dazu sagen, da ist ja die Wahlbeteiligung normalerweise verschwindend. Nicht? Das ist ja fast zum Hinweinen. Das ganze Land ist emotionalisiert. So, genau. Und das wird natürlich sich noch einmal in Richtung Präsidentschaft ganz deutlich ändern, und es wird noch einmal deutlich haben rausgehen. Haben nur noch 2 Jahre, wie Sie gesagt haben, so und die Demokraten das beginnt, haben Kandidaten. Der Präsidentschaftswahlkampf beginnt heute. Ja. Der beginnt heute Abend, und das ist völlig klar, dass man sich da jetzt schon dafür aufstellt. Und wer ist Ihr Tipp für den Anti-Trump-Kandidaten? So, ich habe keinen. Und das ist eben genau das Problem der Demokraten. Dann wird es der Blumberg, wenn es keinen gibt. Ja? Der Einzige, der das gehört hat, kann man dazu sagen. Nein, es hat sich eben noch niemand
Russland so rauskristallisiert, dass man sagt, das kann sich jetzt ausgehen. Und vor allem bei einem Präsidenten, also erstens ist die Frage, gibt es einen Gegenkandidaten bei den Republikanern zu Trump? Das ist jetzt nicht unbedingt rasend wahrscheinlicher geworden. Ja, weil er ja alle Senatoren eingesackelt hat praktisch. Ne? Die verdanken ihm jetzt ja das Überleben. Und natürlich hätte er beide Häuser verloren oder hätte er krachender verloren, dann hätte es eine Gegenbewegung bei den Republikanern gegeben, die gesagt haben, naja, ist vielleicht doch nicht das Richtige, versuchen wir doch irgendwie wieder klassisch republikanisch. Das war also nicht. Ted Cruz tritt wahrscheinlich nicht mehr gegen ihn an, nehme ich an, also so wie es ausschaut. Kann nicht in den Ted Cruz reinschauen, aber ich glaube es eher nicht. Ja. Und die Geschichte bei den Demokraten ist eben, zerfleischt man sich da in einer Primary, wo der Trump eigentlich durchsegeln kann? Wie viele werden das? Wie heftig wird das intern? Und kann man sich eben auf eine Strategie einigen? Das sieht man derzeit noch nicht, das kann noch werden, aber allzu viel Zeit ist eben nicht mehr. Das waren die Zielgruppen, das war die generelle Stimmung, die Themen, die diese Wahl bestimmt haben. Das waren, wie Sie vorher vielleicht zu Recht gesagt haben, wirklich innenpolitische Themen von der Gesundheits... Healthcare, also genau, Obamacare. War ganz klar da. Dass jetzt auch nicht mehr abzuschaffen ist mit dem demokratischen Repräsentanten. Das ist jetzt in Stein gemeißelt praktisch. Genau, wobei das ist ein Ergebnis dieser Wahl. Ja, und die Demokraten werden schon einiges versuchen. Die werden seine Steuererklärungen sich beschaffen und werden mit Untersuchungskommissionen gearbeitet werden. Also da kann man den Druck schon ein wenig erhöhen. Aber es ist eben nicht so, dass da jetzt der Herr Trump die von vielen herbeigeschriebene lahme Ente schon ist nach 2 Jahren. So ist es nicht. Und ein Impeachment wird es wohl nicht mehr geben können, wie sich das so viele demokratische Wähler erträumt hatten. Nicht? Nein, ich glaube nicht einmal, dass es in die Richtung geht, wo Bill Clinton dann war. 1998, da war ja das House of Representatives unter republikanischer Führung federführend. Aber im Senat ist das undenkbar mit diesem Wahlergebnis. Dass man dort eine Zweidrittelmehrheit zustande bringt, also ausgeschlossen. Also das Impeachment ist weg. Das heißt, Trump wird regieren bis zum bitteren Ende der ersten Amtszeit und hat dann nach Thomas Hofer vorerst einmal gute Chancen auf eine zweite. Sie sind absolut intakt, nicht? Ja. Es ist dann wirklich ein Mobilisierungsrennen und es kommt wirklich auf den Gegenkandidaten, die Gegenkandidatin an. Das ist ein offenes Rennen aus meiner Sicht. Ja. Ich meine, das war es 2016 ja auch, nicht? Das waren 78.000 Stimmen, die in den 3 von mir genannten Bundesstaaten den Ausschlag für Trump gegeben haben. Im sogenannten Popular Vote, das heißt in der Gesamtanzahl der Stimmen, war Clinton vorne. Nur das sind halt nicht die Regeln in den Vereinigten Staaten. Und man muss sagen, es gibt keinen besseren Wahlkämpfer als Donald Trump. Weil in so einer Situation mit einem 44% Approval Rating praktisch abgewatscht links und rechts in die entscheidenden Staaten einer Senatswahl zu fahren und dort alles zu gewinnen, weil überall, wo er war, hat er gewonnen, wie er heute ja schon stolz getwittert hat. Also und das stimmt ja auch. Sein Selbstbewusstsein hat wohl nicht gelitten. Also im Gegenteil. Es hat offenbar über Nacht noch einiges zugelegt. Mhm. Das Repräsentantenhaus nimmt er offenbar nicht wahr. Genau. Das ist in seinem Weltbild nicht vorhanden. Er sieht nur den Senat und dort sieht er sich als großer Sieger. Also wir werden eher mit einem noch selbstbewussteren Trump zu tun haben. Das, glaube ich, kann man als Gesetz sehen. Ja. Gemäßigter wird er nicht werden in den nächsten 2 Jahren. Nein. Und das wäre, also ich hätte erwartet, oder das wäre auch eine Strategie gewesen, sobald er gewählt wird, dass er dann versucht, in Richtung auch Infrastrukturprojekte etc., da versucht, teilweise die Demokraten einzubinden. Er hat das Gegenteil gemacht. Nicht? Und er wird dieses Rezept, ich meine, er ist immer für Überraschungen gut, aber das wird er wohl fortsetzen. Aber die große These des Thomas Hofer ist, ab heute haben wir in Amerika Gridlock. Ab heute wird dort gegenseitig blockiert. Und ab heute haben wir Wahlkampf. Checks and Balances ist eigentlich eine Blockade. Das heißt, Amerika wird 2 Jahre mehr oder weniger stillstehen. Danach schaut es aus. Ja. Und die Frage ist, wie natürlich Trump dann versucht, trotzdem seine Themen zu setzen. Das wird er ganz sicherlich, auch außenpolitisch. Also er wird versuchen, so weiterzumachen wie bisher. Der muss aus dem Weißen Haus immer um den Kongress herum regieren. Nicht? Das kann er mit den Tariffs, mit den Zöllen, mit außenpolitischen Dingen sehr wohl machen. Genau, so aber mit innenpolitischen Gesetze, wie seine Steuergesetze am Anfang der Ära, schwierig. Die kann er sich abschminken, das oder? Wird schwierig, nicht? Und dazu wäre natürlich auch gewisses Bipartisanship, das heißt Überparteilichkeit vonnöten. Und das ist zumindest Stand heute nicht wirklich zu sehen. Ja. War wie immer faszinierend, mit Ihnen zu sprechen, Herr Hofer. Danke für diese tolle, beginnende erste Analyse der Wahlnacht. Wir holen uns gleich die zweite Analyse. Der Pressechefredakteur kommt gleich herein, Rainer Nowak, auf den freue ich mich auch besonders. Und er wird uns sagen, wie er als Journalist diese Wahlnacht erlebt hat.